Marco. Ja. Was machst du gerade? Also wir modifizieren jetzt unsere Steppmaschine hier. Das ist sozusagen so wie am Computer übertakten, könnte man sagen. Damit wir mit dieser Schiene weiter rauskommen, sodass wir hier 2,20 haben, um zu steppen. 2,20 Meter. Dann können wir nämlich 2,20 Meter lange und 2 Meter breite Bettdecken steppen. Das ist so unser Ziel. Zack, rein. Gehst du nicht rein mit der Hand? Warte mal. Dann, warte. Dann hier, dann mach mal die hier. 1, 2, schieb. Hier jetzt flexen, Alter, dann scheiße. Der Stopper muss irgendwie da vorbei. Henry, haben wir hier eine Akkuflex? Mit schick nicht vorbei. Kannst du den jetzt weiter runter machen? Na, wie denn? Die Mutter hoch, den Ring. Zieh mal den Fuß zu dir. Ja. Jetzt bist du durch. Jetzt bin ich durch, ja, stimmt. 1, 2, schieben. Jetzt sind wir hier knirsch. Hast du vorher gewusst, dass es passt? Nein, ich weiß es auch jetzt noch nicht, ob es passt. Jetzt müssen wir erstmal messen, ob wir da hinkommen von der Breite her, wo wir hin wollen. Wo kommst du da hin? 2,30. Perfekt. Wir brauchen 10 cm plus. Okay. Pass auf, hör mal zu. Madeleine. Jetzt fahren wir in die Richtung. Alles schick, alles schau. Weiter. Guck mal, hier wird sogar wieder ein bisschen mehr als das Gefühl. Bombe, Freunde. Stopp. So, also, 10 Stücke mehr. Mehr. Kann nicht sein. Keine Stücke. Wir haben es ja ausgemessen. Ja, mach mal die 20 Stiche. Marco, vor der Zwischenstand, ja. Sieht aus? Sieht gut aus. Ich denke, jetzt wird es passen ungefähr. Jetzt sind wir Anfang Kurve. Ja. 5 Stiche. Nee, wir machen jetzt eine Decke. Und dann messen wir die Decke. Machine to Offset Position. Ja. Wie ist die Stimmung? Angespannt. Weil ich habe keinen Bock, dass er hier in irgendeinen Endschalter reinfährt oder so. Das kann immer die Maschine beschädigen, weißt du? Das will man nicht. Die Endschalter sind zwar dafür da, damit die Maschine nicht beschädigt wird, aber so ein Endschalter kann auch mal irgendwie ausfallen oder mal nicht funktionieren oder so. Und dann fährt die Maschine hier irgendwo gegen, wo sie gar nicht hin soll oder so eine Scheiße. Das ist wie wenn man einen Computer übertaktet. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Ne? Das kann gut gehen, bis der Bogen irgendwann bricht sozusagen. Deswegen gucken wir jetzt. Aber wenn wir eine Decke gut steppen jetzt, ne? Dann ist das ja repetitiv. Dann können wir das immer wieder erholen. Da stimmt was nicht mit dem Faden, ne? Hast du gesehen? Jetzt hat sie verriegelt. Hast du es gesehen? Vor, zurück. Das hat die Maschine dort nicht gemacht, beim Herrn Kessler. Und das ist fehlerhaft. Okay? Das darf eigentlich nicht sein. Aber wir haben das im Griff, da braucht ihr euch keine Sorgen. Jetzt kriegt Kessler den Kommentaren wieder Schelle. Naja, er hat behauptet, das ist nicht notwendig und das machen die Maschinen normalerweise nicht und so weiter. Das ist Bullshit, natürlich macht die das, hast du ja gesehen. Seine Maschine ist nicht richtig eingestellt, ganz einfach. Yes, okay, wir sind gut. Schon raus jetzt. Raus aus der Kurve? Jetzt werden wir quasi raus. Ja, perfekt, wir haben noch Platz. Ja, super. Dann produzieren wir die ein bisschen Übermaß, ne? Und dann haben wir überhaupt gar keine Schmerzen. Dann haben wir gar keine Schmerzen nicht. Fazit? Fazit funktioniert. Ist geil. Wir können jetzt 2,20 Meter in der Breite steppen. Das heißt, jetzt können wir sowieso 2 Meter. Das heißt, wir können jetzt 2,20 lange und 2 Meter breite Ehebettdecken steppen, wo wir schon viele Nachfragen nachbekommen haben. Das sozusagen, das Feintuning hat sich gelohnt.